Guten Tag, Herr Genscher. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, dass wir uns heute über die Europäische Union unterhalten. Sie Für wissen. Sie immer, das wissen Sie. Vielen Dank. Da kennen wir uns lange genug. Und ich sage immer, wenn der Graswurzeldemokrat kommt, ist die Tür offen. Das sind Sie. Vielen Dank. Und für mich als aktiver Europaabgeordneter und Vorsitzender des Haushaltskontrollausschusses des Europäischen Parlaments ist es einfach auch wichtig, auf Ihre Lebenserfahrung auch ein Stück weit dann zurückgreifen zu können. Wir sind ja in Europa in einer durchaus nicht ganz einfachen Phase. Zum einen nehmen die Bürgerinnen und Bürger gerade in der Diskussion um die Stabilisierung des Euro Europa in der Krise wahr. Gleichzeitig gehöre ich ja zu denjenigen in der FDP, Sie wissen es, der dafür erfolgreich gekämpft hat, dass wir für den europäischen Bundesstaat eintreten. Wie sehen Sie denn das, was müssten wir im Europäischen Parlament noch deutlicher vorkehren, dass die Bürgerinnen und Bürger auch den Wert Europas erkennen? Im Grunde, wenn ich mir die Welt ansehe, Probleme überall. Und wenn ich Europa ansehe, dort, wo die Länder nicht Mitglied der Europäischen Union sind, Probleme, wie wir das gerade in dieser Zeit erleben. Europa ist ein Zukunftsmodell. Im Grunde, die europäische Geschichte betrachtet, stellen wir fest, eine Geschichte von europäischen Bruderkriegen. Es waren ja nicht nur die zwei schrecklichen Weltkriege im 20. Jahrhundert, sondern vorher immer wieder Kampf um die Macht in Europa, Rivalität, wer ist der Stärkste, der Einflussreichste. Und dann hat ein ganzer Kontinent gezeigt, man kann aus der Geschichte lernen. Und dieses Lehrstück haben wir heute vor uns, ein Europa des Friedens und der Stabilität in einer instabilen Welt und das besonders in einer Zeit, in der die Welt immer enger zusammenwächst, in der es keine entfernten Gebiete mehr gibt, wo eine Hypothekenkrise in den Vereinigten Staaten von Amerika durchschlägt bis ins letzte schwäbische Dorf. Da sieht man, was diese europäische Stabilität bedeutet und deshalb ist dieses Europa längst zu einem Zukunftsmodell geworden. Wir arbeiten in einer Zukunftswerkstatt. Wenn Sie an Ihre persönliche Biografie denken, Sie sind im Jahr 1927 geboren, den Zweiten Weltkrieg haben Sie selber miterlebt. Wie war das allerdings, wenn Sie an Ihre Kindheit und auch an die Erzählungen in der Familie denken? Wie hat man da den Ersten Weltkrieg wahrgenommen? Wir leben jetzt im Jahr 2014 und erinnern uns an den Ausbruch des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren, an die große Urkatastrophe Europas. Mit welchen Kindheitserlebnissen oder was verbinden Sie mit dem Ersten Weltkrieg? Der Erste Weltkrieg bedeutete für mich ein schreckliches Ereignis für die Europäer. Aus den Erzählungen der Großeltern und der Eltern hat man als Kind erfahren, wie das war. Und nur so ist verständlich, dass 1939, als der Zweite Weltkrieg begann, meine Mutter sagte, Gott sei Dank ist mein Junge erst 12 Jahre, da brauche ich in dem Krieg jetzt nicht mit. Das war ein Irrtum. Wie sich zeigte, schon mit 15 Jahren mussten wir als Luftwaffenhelfer zur Flak. Das heißt, dass man dieses Kriegserlebnis ganz unmittelbar miterlebte, ohne dass man schon ahnte, was der Bombenkrieg im eigenen Land bedeuten würde. Nein, das hat natürlich eine ganze Generation geprägt. Die Katastrophe des Ersten Weltkriegs hat aber nicht verhindert, dass man dann in den Zweiten Weltkrieg gegangen ist. Daraus hat man nach dem Zweiten Weltkrieg allerdings ja die Lehren gezogen. Was ist da die Empfehlung an heute, wo jetzt die Erinnerung an die Kriege ja verblasst? Wir haben das aus den Geschichtsbüchern. Wir wissen um diese schrecklichen Ereignisse. Aber es gibt auch Menschen, die halten Frieden für selbstverständlich. Was sagen Sie Ihren Enkeln? Was geben Sie der Enkelgeneration
Generation als Botschaft jetzt mit? Wie können wir oder welche Lehren ziehen wir da draus? Wenn heute Menschen die Frage stellen, bedeutet das, was sich derzeit in der Ukraine tut, eine Gefahr für den Frieden, dann erklärt das bereits. Das wirkt fort. Die Angst von damals wirkt fort. Und in der Tat ist 1914 die Europäische Staatengemeinschaft in einen Krieg hineingeschlittert, weil man nicht gewusst hat, wie man stabile Bedingungen schaffen kann, wie man den Völkern klar machen kann, dass das Glück des einen auch das Glück seiner Nachbarn bedeutet und dass man nicht auf Kosten des einen glücklich sein kann auf Dauer. Ich habe immer gesagt, es wird uns Deutschen auf Dauer nicht gut gehen, wenn es allen unseren Nachbarn auf Dauer schlecht gehen würde. Das heißt, wir leben in Europa in einer Schicksalsgemeinschaft. Nur was völlig neu ist, ist, dass die Schicksalsgemeinschaft plötzlich nicht nur Europa ist, sondern die ganze Welt. Aber die Europäer haben in einer ganz besonderen Weise gemeinsam nach dem Zweiten Weltkrieg gezeigt, man kann aus der Geschichte lernen. Man kann sein Schicksal gemeinsam in die Hand nehmen. Und deshalb ist heute Europa die Stabilitätszone in der Welt. Und das gilt nicht nur materiell, sondern es gilt vor allen Dingen natürlich auch, was die Gesinnung der Menschen angeht, die Toleranz. Europa ist eine Heimstatt der Freiheit. Und diese Freiheit verantwortlich zu nutzen und das bewusst zu machen, ist eine große Aufgabe einer liberalen Partei. Die Menschen, die ich treffe, auch mit der Erfahrung als langjähriger Oberbürgermeister von Horb am Neckar, die sind durchaus dankbar. Also das heißt, viele Bürgerinnen und Bürger in Deutschland erkennen ja den Wert, den Europa bringt. Wenn man an die Grenze fährt von meiner Heimatstadt, zum Beispiel nach Straßburg ins Europäische Parlament, erinnere ich mich dran, als Kind standen wir noch da im Stau, weil man die Pässe zeigen musste. Ja. Heute fährt man über die Europabrücke in Kehl, man merkt gar nicht mehr, dass man in einem anderen Land ist, eine große Errungenschaft. Also die Dankbarkeit und auch der Wert Europas wird von den Menschen erspürt. Gleichzeitig höre ich allerdings in den Diskussionen auch die Furcht, dass wir uns als Bundesrepublik Deutschland überheben bei den Beiträgen, die wir jetzt wirtschaftlich zu bringen haben. Was sagen Sie Bürgern, die so auf Sie zukommen? Das, was wir heute haben, erreicht haben in Deutschland, hätten wir nicht erreichen können ohne die europäische Einigung. Man muss das Ganze offen bekennen. Wir sind ein Volk von 80 Millionen und unsere Mitgliedschaft in der Europäischen Union hat uns einen Markt von 500 Millionen Verbrauchern ohne Zölle beschert. Das ist ein Teil unseres Wirtschaftswunders, das wir heute erleben, genießen. Gut, kann ich vergessen, der Binnenmarkt. Und wenn man das sich vor Augen führt, dann sieht man, dass es gegenseitiges Geben, gegenseitiges Nehmen, aber alles das gedeiht nur im Frieden. Die Entwicklung in den Reform- und Krisenländern in Europa ist ja mittlerweile so, dass es Licht am Ende des Tunnels gibt. Es gibt Länder, die sind in der Eurozone, die sind in der Krise, etwa Griechenland, auch Spanien, auch Irland, auch Portugal. Aber es gibt ja auch Länder, die sind nicht im Euro, die sind auch in der Krise, etwa Ungarn oder auch Bulgarien. Als Volkswirt komme ich zum Schluss, der Euro ist nicht die Ursache und auch nicht die Lösung der Krise, sondern das Entscheidende ist, dass wir in der Realwirtschaft die Probleme anpacken, also wettbewerbsfähig werden, auch gute Rahmenbedingungen für kleine und mittlere Unternehmen schaffen und vor allen Dingen technologisch dann nach vorne gehen. Große Währungsräume haben ja auch den Vorteil der Stabilität. Also Estland und auch Lettland sind ja froh, dass sie in die Eurozone hineingekommen sind. Also der Euro ist ein ganz zentrales Projekt Ihrer Arbeit als Außenminister gewesen. Ich bin der Meinung gewesen, als es darum ging, brauchen wir jetzt den Euro. Die Einführung des Euro war eine notwendige Konsequenz aus der Schaffung des gemeinsamen Binnenmarktes. Hätten wir es nicht getan, dann wäre immer wieder der Versuch gemacht worden, mangelnde Wettbewerbsfähigkeit durch Währungsmanipulation zu ersetzen. Das ist zwar ein Irrweg, aber er ist immer wieder versucht worden. Ich kann mich genau erinnern, dass die deutsche Exportwirtschaft einmal in einer ganz schwierigen Lage war, als gleichzeitig eine Abwertung stattgefunden hat in Italien und Frankreich innerhalb
des damals noch kleineren Europas, das bedeutete etwas für unsere Exportwirtschaft. Und außerdem war natürlich der, ist es heute für uns ganz entscheidend, dass wir Träger einer Weltreservewährung sind. Nicht die Stabilität des Euro ist größer als die der D-Mark je gewesen ist, was bei uns leider auch gelegentlich übersehen wird. Also für uns als Deutsche liegt im Euro der Schlüssel auch zu der wirtschaftlichen Position, die wir heute haben. Aber werde nicht müde, darauf hinzuweisen, dass eben diese Europäische Einigung weit mehr ist als der Euro, weit mehr ist als große Absatzmärkte. Der Kern ist ein Europa der Freiheit, ein Europa der Menschenwürde und des Friedens. Das Friedensprojekt Europa haben wir beschrieben, wobei diese Grenzverläufe, die ja unwichtig sind, weil die Grenzen offen sind. Das ist ja der entscheidende Grundgedanke, wenn man allein mal Mittel- und Osteuropa anschaut, auch die Nationalitätenkonflikte, die es da früher gegeben hat, wo jetzt die Europäische Union einen stabilen Rahmen bietet. Also ich sehe in dem Wiedererstarken des Nationalismus, den es ja in vielen europäischen Ländern gibt, eine der großen Herausforderungen. Herr Genscher, Sie haben die Vorteile Europas als großer Binnenmarkt nochmal herausgestellt. Die Mittelständler, die ich besuche, sehen das genauso. Die sagen, der große Vorteil liegt darin, dass man auch weltweit in Euro fakturieren kann. Der wirtschaftliche Vorteil ist das eine. Aber Europa als Friedens- und Freiheitsprojekt, das ist das andere. Reisefreiheit, Arbeitnehmerfreizügigkeit. Wenn es Europa nicht gäbe, die europäische Integration, dann müsste man sie erfinden. Ich möchte nochmal auf den Aspekt der offenen Grenzen eingehen. Ich meine, der Grundgedanke der Gründer, Mütter und Väter Europas ist ja genial. Zu sagen, Grenzverläufe sind unwichtig, weil die Grenzen offen sind. Und bei den Reisen als Europaabgeordneter etwa in den Donauraum, entlang der Donau, stellt man ja fest, wie zersplittert und zerklüftet gerade Mittel- und Osteuropa ist und wie unter der Oberfläche auch Nationalitätenkonflikte durchaus noch vorhanden sind. Wir haben es beim Zerfallen des ehemaligen Jugoslawien erlebt, mit den wirklich schrecklichen auch Völkerrechtsverletzungen. Also gerade das Wiedererstarken des Nationalismus ist etwas, was mich mit großer Sorge erfüllt, weil ich glaube, gerade wir Liberale müssen an der Stelle aufzeigen, dass ein Rückfall in nationale Egoismen ein Irrweg ist. Im Wahrheit ist die Grundtendenz der Welt ja eine vollkommen andere. Früher hat man gesagt, wenn fern in der Türkei die Völker aufeinander schlagen, was geht das uns an? Was betrifft es uns, was in Afrika geschieht oder Lateinamerika? Das gibt es heute nicht mehr. Wir sind zu einer Weltnachbarschaftsordnung geworden. Und wir sind ein Faktor in dieser neuen Weltordnung, nur als Teil Europas. Wir als das größte Land innerhalb der Europäischen Union wären ein kleines Land, ein wenig einflussreiches Land in dieser neuen Weltordnung. Aber als Europäische Union sind wir ein bestimmender Faktor, und zwar bestimmend in Richtung auf Freiheit, auf Menschenwürde, auf eine gerechte, auch sozial gerechte, marktwirtschaftliche Ordnung, was ja eine der Grundlagen unserer Stabilität hier in Europa ist. Wenn Sie mich fragen, woher kommt die Skepsis? Da muss ich Ihnen sagen, dass eine große Verantwortung auch liegt bei denen, die in der Öffentlichkeit falsche Eindrücke erwecken, indem sie etwa sagen, diese oder jene Entscheidung, die vielleicht im Augenblick nicht populär ist, die ein Politiker in der Versammlung erklären muss, die ein Kommentator beschreiben muss, die müssen wir machen wegen Brüssel. Ich kann das schon gar nicht mehr hören. Was heißt wegen Brüssel? Man hat den Eindruck bei manchen Politikern, sie stellen die Europäische Union dar als eine Art fremder, außereuropäischer oder gar außerirdischer Macht, die über uns gekommen ist und uns sagt, was wir zu machen sind. Aber Brüssel, das sind wir. Das sind unsere Abgeordneten, unsere Kommissare, unsere Beamten in Brüssel. Europa, das sind wir selbst,
Das können wir nicht anderen auferlegen. Insofern ist auch mehr Bekennermut für Europa, auch zu den Problemen, die wir in Europa haben und die wir lösen müssen, notwendig. Erstaunlich ist ja, dass Verantwortung abgeschoben wird von Kollegen etwa aus dem Deutschen Bundestag, die sagen, das haben wir nicht gewollt, das war Brüssel. Sie haben gerade darauf hingewiesen, dass die Bundesrepublik mit direkt gewählten Abgeordneten im Europäischen Parlament mitwirkt, mit einem Kommissar in der Kommission sitzt und natürlich über den Ministerrat eben erheblichen Einfluss nimmt. Wenn man jetzt mal diese Frage sich anschaut, Europa, und wir haben als FDP beschlossen, wir wollen langfristig einen europäischen, föderalen, dezentralen Bundesstaat, dann kommen wir aber nicht umhin, dass wir die Institutionen doch nochmal reformieren. Also das größere gewordene Europa mit 28 Mitgliedstaaten, wenn noch weitere dazukommen, kann mit Sicherheit nicht mehr so funktionieren wie das Europa der 6 oder 12 oder 15. Das heißt also, wir brauchen eine kleinere Kommission, wir brauchen ein echt aufgewertetes europäisches Parlament. Wir brauchen auch mehr Mehrheitsentscheidungen im Rat. Was ist noch notwendig aus Ihrer Sicht? Für mich beginnt es mit den größeren Kompetenzen für das Europäische Parlament, weil das die unmittelbar gewählten Repräsentanten der europäischen Bürgerinnen und Bürger sind, die auch die Entscheidungsmöglichkeiten haben müssen, die heute weitgehend noch bei den nationalen Parlamenten sind. Wir als Deutsche werden uns in dieser Umstellung auf ein föderales Europa am leichtesten tun, weil wir ein föderalistischer Staat sind. Wir kennen die Vorteile des föderalistischen Staates, die Vernachlässigung der Regionen vermeidet, die dafür sorgt, dass Länder in ihrer ganzen Tiefe und Breite sich gut entwickeln können. Bei uns gibt es keine Gebiete, wo man sagen kann, die sind vernachlässigt, weil aus dem Bereich kein starker Mann in der Hauptstadt gerade tätig ist. Wir kennen das in großen Nachbarländern, wo das üblich ist. Und deshalb halte ich auch die föderalistische Staatsform für die modernste, weil sie die bürgernächste ist. Aber sie ist noch nicht bürgernah genug. Und das wird bei der Reform der Europäischen Union ganz vorn mitstehen müssen. Und natürlich dann auch, dass wir in den europäischen Institutionen wirklich nur die Fragen entscheiden, die europäisch entschieden werden müssen. Natürlich müssen wir die Währungspolitik für Europa in der Gänze, für den Geltungsbereich des Euro entscheiden, aber wir müssen nicht viele andere Dinge so entscheiden, dass es für alle passt. Aber da ist Einfühlungsvermögen notwendig, das werden wir schon lernen. Ein kritisches Wort, Herr Genscher, an dieser Stelle muss man aber auch an das Verhalten von einigen Staats- und Regierungschefs richten, die nach Brüssel fahren zu Gipfeln und dann öffentlichkeitswirksam auftreten, wie etwa der britische Premierminister David Cameron, der nach einem Gipfel zum europäischen Haushalt beispielsweise vor die Kameras trat und sagte, er will endlich mal dafür sorgen, dass EU-Fonds richtig ausgegeben werden. Das ist natürlich auch für mich als Vorsitzender des Haushaltskontrollausschusses ein wichtiges Thema. Nur hätte ich mir gewünscht, dass Mr. Cameron dann auch erwähnt hätte, dass 80% des EU-Haushaltes heute schon von den Mitgliedstaaten verwaltet werden und dass Großbritannien im Grunde genommen Millionen zurückzahlen muss, weil die Agrarverwaltung dort nicht richtig funktioniert, also dass vor der eigenen Haustüre erstmal gekehrt wird. Also nach meinem Empfinden ist es so, dass diejenigen, die in den Staaten als Regierungschefs Verantwortung tragen, auch dieses Gemeinwohl, dieses Gemeinschaftsinteresse der Union stärker auch den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber vermitteln müssen. Ich glaube, dass der von Ihnen genannte noch eine Menge mehr lernen muss, weil er sich an den Gedanken des Föderalismus immer mehr gewöhnen muss. Der Föderalismus, das wussten die Briten vor 30 Jahren noch gar nicht genau, was das ist. Da wird sich manches ändern. Ein Blick nach Schottland schärft die Urteilskraft. Im Europäischen Parlament sagte der britische liberaldemokratische Kollege Graham Watson, als Russland in Georgien mit Truppen einmarschiert ist, sei Präsident Sarkozy nach Moskau geflogen, hätte den russischen Präsidenten zur Raison gebracht.
in der jetzt aktuellen Zuspitzung in der Ukraine wäre die Bundeskanzlerin Merkel gefordert worden. Sie haben maßgeblich daran gearbeitet, den Ost-West-Gegensatz zu überwinden, die bipolare Blockkonfrontation zwischen Warschauer Pakt damals und NATO. Wenn Sie es heute so anschauen, laufen wir Gefahr, in einen neuen Ost-West-Gegensatz hineinzuschlittern, und wie können wir ihn überwinden? Wir müssen Europa als Ganze sehen. Ich höre oft, Polen sei Osteuropa. Polen, das ist Mitteleuropa, so wie meine Heimatstadt Halle Mitteleuropa ist, ja, und so wie die Bundesrepublik Deutschland Mitteleuropa ist. Für manche Leute in Westeuropa, habe ich den Eindruck, beginnt an der polnischen Ostgrenze Westasien. Aber das ist nicht so. Und da beginnt Osteuropa. Das heißt, unsere Europäische Union ist heute eine Realität, eine positive, eine gute Realität. Aber daneben gibt es auch in Europa noch ein großes Land, das ist Russland, das ist unser Nachbar, mit dem wir ein nachbarschaftliches Verhältnis haben wollen. Und die Chance der Zukunft liegt ohnehin auch für Russland, in Europa, die Europäische Union als Partner, ist für Russland ein Fortschrittspartner und ein Modernisierungspartner. Und wir ergänzen uns gegenseitig. Also das heißt, wir sind daran interessiert, dass die Verbindungen enger werden, dass man gut zusammenarbeiten kann. Dafür muss man arbeiten. Bedeutet das, dass Europa dafür aber eine Politik der eigenen Stärke machen muss, also starke Institutionen? Brauchen wir auch ein starkes Verteidigungsbündnis, oder kommt es mehr auf neue Initiativen des Dialogs und der gemeinsamen Entwicklung von Lösungsmodellen an, gerade mit Russland? Ich denke, dass die Offenheit Europas die große Stärke ist, unsere offenen, freien Gesellschaften. Das fördert die Kreativität, das fördert die Attraktivität, und diese Offenheit ist ja für heranwachsende Generationen auch von außerordentlicher Attraktivität. Also ich bin da ganz gelassen, weil ich weiß, das gibt nichts, was so ansteckend ist wie die Idee der Freiheit. Mich hat die vom ersten Tag an gepackt. Sie sind ein Optimist, ganz in der Tradition unseres ersten Bundespräsidenten Theodor Heuss. Der sagte ja mal, der einzige Mist, auf dem nichts mehr wächst, ist der Pessimist. Ja. Also dieser anthropologische Optimismus, dass wir Probleme anpacken und auch lösen können, dass Europa auch trotz des demografischen Wandels eine Chance hat, weil wir Werte haben für Freiheit, Demokratie stehen und auch technologisch ja gute Voraussetzungen haben, ist ja etwas, was viele junge Menschen im Moment gerade vermissen. Wir haben in Europa 500 Millionen Menschen, wir haben bereits darüber gesprochen. Das ist im weltweiten Vergleich ja nicht unbedingt das große Gewicht. 7 Milliarden Menschen heute, 10 Milliarden Menschen bald. Wir haben etwa 7% der Weltbevölkerung. Manche Kommentatoren sprechen davon, dass das europäische Jahrhundert vorbei sei. Also es wird für uns Europäer darauf ankommen, uns auf unsere neue Rolle in der Welt dann auch entsprechend einzustellen. Für mich war in meiner Biografie ein Besuch in Japan, ein Jugendaustausch prägend, weil wir da nach 4 Wochen in japanischen Familien in einem Art Youth Camp uns wiederfanden, und die Europäer lagen sich in den Armen, egal ob Dänen, Franzosen oder Niederländer, weil man in der Umgebung Japans gemerkt hat, wie eng wir Europäer sind. Das war für mich praktisch so dieses biografische Erlebnis, wo mir klar wurde, ich bin ein Europäer und ich möchte auch, dass wir diesen europäischen Bundesstaat bekommen. Gibt es in Ihrer Biografie ein Erlebnis, wo Sie sagen, genau da haben Sie sich als Europäer gefühlt? Für mich war ein ganz großes Erlebnis der europäische Friedensschluss am Ende des Kalten Krieges. Ein Kontinent, der über Jahrhunderte dessen Geschichte über Jahrhunderte aus Kriegen bestanden hat, Rivalitätskämpfen, Machtkämpfen. Plötzlich sind die Sehnsüchte der Menschen dieselben. Für mich war der Herbst 1989 mehr
als die Überwindung des Kalten Krieges. Es war im Grunde ein europäisches Urerlebnis. Ich glaube, in ihrer blutigen Geschichte waren die Europäer sich niemals so nah wie in diesem Herbst 1989. Da war es der Herzenswunsch aller, mehr Freiheit zu haben. Auch die Freiheit des anderen als die eigene Freiheit zu betrachten. Da waren 5000 Deutsche in unserer Botschaft in Prag. Die wollten, dass die Tore der Botschaft sich öffnen zur Freiheit. Und die Menschen in Prag, die haben auf diese Tore geguckt und wussten, wenn diese Tore aufgehen, dann werden sich für uns andere Tore öffnen. Für uns wird das auch die Stunde der Freiheit sein. Niemals zuvor in der europäischen Geschichte waren sich die Völker Europas so einig in ihren Sehnsüchten und Wünschen, in dem, was sie herbeigebetet haben und was sie auch durch großen Mut erkämpft haben, aber friedlich mit dem stolzen Bürgerwort. Wir sind das Volk. Wir sind ein Volk, keine Gewalt. Das war die Botschaft von Freiheit und Frieden in einem und der Einheit der Europäer. Das ist das kostbare Erbe der europäischen Freiheitsrevolution, das wir niemals vergessen und nie wieder verspielen dürfen. Herr Genscher, dieser Ausblick auf ein Europa einer neuen Weltordnung, die Verantwortung Europas in der Welt, das ist ein Thema, das Sie auch in Ihrem aktiven politischen Tätigsein massiv vorangetrieben haben. Haben Sie den Eindruck, dass die Bundesrepublik Deutschland mit der Wiedervereinigung zu stark oder zu lange mit sich selbst beschäftigt hat? Manche Nachbarn halten uns auch vor, wir hätten Nabelschau betrieben. Gleichzeitig kann man heute sagen, die deutsche Einheit ist bewältigt worden, was die wirtschaftlichen Folgen angeht. Wir sind heute ein Land, das sehr gut dasteht. Wir stehen mit einer Rekordbeschäftigung da. Die Sozialkassen sind verhältnismäßig gut gefüllt. Und ausgerechnet in einer solchen Situation, wo man sagen kann, das Haus ist bestellt, ist unsere Partei, die FDP, in einer nicht ganz leichten Phase. Was geben Sie als Ehrenvorsitzender den Aktiven der FDP mit auf den Weg? Wie sollen wir uns da in Zukunft positionieren? Weiter für die Freiheit kämpfen, sie ist nie selbstverständlich. Und sie braucht Liberale. Das heißt, es gibt auch in anderen Parteien Liberale. Sicher, es gibt liberal Denkende, aber bewusst liberal werden sie nur, wenn sie in der Konkurrenz mit einer hochaktiven und attraktiven liberalen Partei sind. Deshalb ist die liberale Partei wichtig, nicht nur für die Sache des Liberalismus, sondern auch für eine positive Entwicklung der anderen demokratischen Parteien. Wir stehen ja als Europaabgeordnete jetzt vor der Wahl und wollen, dass die FDP da wieder stark im Europäischen Parlament hineingewählt wird, weil wir ja auch eine Richtung vertreten. Zum einen mehr Europa in der Außen- und Sicherheitspolitik, wir haben darüber gesprochen, mehr Europa auch im Binnenmarkt. Allerdings wollen wir ja keine EU, die sich regulierend in alle Lebensbereiche einmischt, sondern wir denken ja als Liberale den Staat vom Einzelnen Menschen aus. Also Europa muss groß sein in den großen Dingen und klein in den kleinen Dingen und gleichzeitig aber eben auch als Weltbürger die Verantwortung für die Menschen in Europa und in der Welt übernehmen. Ist es eine Vision, die Sie teilen, wenn Sie auf Europa blicken, auf ein liberales Europa? Wo sehen Sie die Hauptherausforderungen im 21. Jahrhundert? Was geben Sie einem aktiven jüngeren Abgeordneten genau hier mit auf den Weg? Die Kraft, die Europa braucht, in dieser Zeit kann es nur von den Bürgern bekommen. Deshalb muss es ein Europa der Bürger sein. Sie müssen dieses Europa gestalten und wir als Europäer müssen uns bewusst sein, wir sind die am weitesten entwickelte Region der Welt. Ich meine jetzt nicht nur technologisch sind wir, ökonomisch, politisch, sondern auch in unserem globalen Verantwortungsbewusstsein, in der Art, wie wir zusammenleben und in dem Glück unserer Nachbarn das eigene
erkennen. Das ist eine ganz große Aufgabe, die Europa hat. Deshalb sage ich, dieses Europa ist die Zukunftswerkstatt für eine neue Weltordnung, die überall als gerecht betrachtet werden kann. Das ist natürlich eine große Chance. Es ist etwas Schönes, sowas zu wissen, aber es ist auch eine große Herausforderung. In dieser Idee, Herr Genscher, liegt generationenübergreifend sehr, sehr viel Energie. Und ich teile diese Einschätzung. Wenn heute Menschen auf mich zukommen und sagen, es gibt Grenzen des Wachstums, dann ist es klar, es gibt Ressourcen, die begrenzt sind. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Aber eine Grenze des Wachstums im qualitativen Sinne gibt es ja nicht. Menschen haben immer wieder neue Ideen entwickelt. Und deshalb können wir, glaube ich, auch mit Optimismus in die Zukunft gehen, wenn wir es richtig machen. Vielen Dank. Sie werden es richtig machen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Genscher.